Fans der Foo Fighters haben diese Woche eine tragische Nachricht erfahren. Kurz vor dem Auftritt der Band in Bogota, Kolumbien, am 25. März wurde der Auftritt abgesagt. Der langjährige Schlagzeuger Taylor Hawkins war an diesem Tag im Alter von 50 Jahren gestorben. Die Todesursache wurde noch nicht bekannt gegeben, obwohl Blabbermouth berichtet, dass er früher am Tag über Schmerzen in der Brust geklagt hatte. In einem Statement der Band, das auf Twitter veröffentlicht wurde, heißt es: Die Foo Fighters Familie ist am Boden zerstört über den tragischen und vorzeitigen Verlust unseres geliebten Taylor Hawkins. Sein musikalischer Geist und sein ansteckendes Lachen werden für immer mit uns allen weiterleben. Hawkins hinterlässt seine Frau Allison. Das Paar hatte 3 Kinder, berichtet die New York Times. Hawkins war der Schlagzeuger der Foo Fighters. Eine notorisch schwierige Rolle, da der Gründer der Band, Dave Grohl, selbst ein fähiger Schlagzeuger ist, der durch seine Arbeit mit Nirvana bekannt wurde. Hawkins spielte seit 1997 bei den Foo Fighters, als er den ersten Schlagzeuger der Band, William Goldsmith, ablöste, der, Zitat, unter dem Druck zusammenbrach, wie Hawkins gegenüber Beats One sagte. Hawkins war bei der weltbekannten Rockband sehr erfolgreich. Die New York Times beschrieb seinen Stil als eine Verschmelzung von Stuart Copeland von The Police und Roger Taylor von Queen. Es wäre unwahrscheinlich gewesen, dass die Foo Fighters einen unbekannten Musiker von der Straße rekrutieren würden, um mit einem Superstar wie Dave Grohl zu spielen. Das ist einfach nichts, was Grammy-prämierte Musiker tun. Also taten sie es nicht, sondern engagierten Taylor Hawkins. Hawkins, geboren in Fort Worth, Texas und aufgewachsen in Südkalifornien, war keineswegs ein Neuling, als er von Grohls Band aufgenommen wurde. Er hatte bereits an der Seite der kanadisch-amerikanischen Singer-Songwriterin Alanis Morissette gespielt. Der Schlagzeuger lernte Morissettes Manager 1995 kennen, als er gerade einmal 23 Jahre alt war, so Hawkins in einem Interview mit Billboard im Jahr 2019, und wurde eingeladen, Schlagzeugspuren für Morissettes kommendes Album aufzunehmen. Von da an verband Hawkins eine langjährige Freundschaft mit der berühmten kanadischen Musikerin und Sängerin. Der Foo Fighters Schlagzeuger erinnert sich gerne an die Zusammenarbeit mit Morissette, die er als Chefin, Freundin und Künstlerin schätzte. Hawkins sagte: Als Musikerin hat sie uns allen viel Freiraum gegeben. Ich meine, ich habe es schon einmal gesagt und ich werde es immer wieder sagen. Ich habe ihre Songs zerstört, indem ich alles Mögliche an verrücktem Schlagzeugzeug draufgepackt habe. Aber sie hat es gemocht. Hawkins verließ Morissettes Band nach ein paar Jahren Aufnahmen und Tourneen, weil er, wie er im Triple M Podcast sagte, das Gefühl hatte, dass er nicht zu dem Stil passte, den Morissette anstrebte. Er wollte härter spielen und sie wollte es ruhiger angehen lassen. Wie auch immer, für Hawkins ist es gut ausgegangen. Was ist klischeehafter für den Rock'n'Roll als ein Drogenproblem? Rockstars haben seit langem den Ruf, Partylöwen zu sein, und das schon seit den frühen Tagen der Rockmusik. Johnny Cash, Ozzy Osbourne, alle von Aerosmith, Anthony Kiedis, jede Ära der Rockmusik hatte ihre Drogenkonsumenten. Und jede Ära der Rockmusik hatte diejenigen, die deswegen früh aus dem Verkehr gezogen wurden. Taylor Hawkins wäre nach eigenem Bekunden fast einer von ihnen geworden. Er sagte zu Beats One: Ich war nicht per se ein Junkie, aber ich habe gefeiert. Etwa ein Jahr lang um die Jahrtausendwende herum, so der Schlagzeuger, sei er ziemlich stark in die Drogensucht verfallen. Hawkins erinnerte sich daran, dass ihm, Zitat, die falsche Line mit dem falschen Zeug gegeben wurde, was zu einer Überdosis Heroin führte, die ihn in ein 2-wöchiges Koma versetzte. Aber Drogen waren für den Musiker nichts Neues, wie er gegenüber Kerrang erklärte. Ich habe früher eine Menge verdammter Drogen genommen, er fügte hinzu. Ich habe an den Bullenmythos geglaubt. Lebe hart und schnell, stirb jung. Ich bin nicht hier, um zu predigen, dass man keine Drogen nehmen soll, denn ich habe es geliebt, Drogen zu nehmen. Aber ich bin einfach eine Zeit lang außer Kontrolle geraten und das hat mich fast umgebracht. Die Überdosis von 2001 war ein Weckruf. Obwohl Hawkins sagte, er würde nichts davon zurücknehmen, gab er zu, dass er daraufhin angefangen hatte, die meiste Zeit seiner Freizeit mit Mountainbiking zu verbringen, anstatt sich zuzudröhnen. Die Aktivität diente als, Zitat, eine Chance, den Kopf frei zu bekommen. Es ist immer seltsam, wenn Musiker in die Welt des Films eintreten. Aber einige von ihnen haben es erfolgreich getan, während andere, wie Taylor Hawkins von den Foo Fighters, nur ihre sprichwörtlichen 15 Minuten Ruhm auf der Leinwand hatten. 2013 bekam Hawkins die Gelegenheit, den Stooges-Frontmann und Godfather of Punk Iggy Pop in dem Film CBGB zu spielen. Die Geschichte dreht sich keineswegs um Hawkins' Figur, aber es war die erste große Rolle des Schlagzeugers auf der Leinwand. Hawkins entschied sich jedoch dagegen, sich einen Platz in Hollywood zu sichern, und die einzigen anderen Credits, die man auf seiner IMDb-Seite finden kann, beschränken sich auf eine lange Liste von Foo Fighters Videopromos. Abgesehen von der Filmarbeit hinterlässt der Tod von Hawkins nicht nur eine klaffende Lücke in einer großartigen Band, sondern auch in der Kultur der Rockmusik selbst. Der Guardian schrieb: Die Lücke, die Hawkins Tod hinterlässt, wird tief sein. Die Associated Press zitierte Dave Grohls Worte über seinen Bandkollegen, die in Grohls 2021 erschienenem Buch The Storyteller zu lesen sind: Mein bester Freund, ein Mann, für den ich eine Kugel in Kauf nehmen würde.
Ich bin dankbar, dass wir uns in diesem Leben gefunden haben.